Liebe Zuschauer, wir sind zu Besuch beim Kreissportbund Bautzen und möchten mit Geschäftsführer Lars Bauer über die aktuelle Situation im Sportbereich und das Leitbild für die kommenden 5 Jahre sprechen. Herr Bauer, als allererstes, der Landkreis Bautzen ist für seine zahlreichen Sportabzeichen bekannt. Wie sieht es denn da aktuell aus? Ja, es kam jetzt vor wenigen Tagen die Information raus, dass die Auswertung des Landessportbundes im sachsenweiten Wettbewerb, und hier hat der Landkreis Bautzen erneut den ersten Platz belegt. Das heißt, wir haben die meisten deutschen Sportabzeichen abgelegt mit knapp 4.600 Abzeichen in Gold, Silber und Bronze. Das Ganze ist zurückzuführen ein Stück weit auf die Tatsache, dass wir eigene Wettbewerbe selber im Landkreis forcieren, insbesondere den Schulwettbewerb. Hier haben wir viele Schulen, die teilnehmen. Und auch bei den Schulen selber Landessieger mit dabei, also die meisten Sportabzeichen mit abgelegt haben. Das ist unter anderem ein Landessieger aus Haselbachtal, die Grundschule Haselbachtal, dann das Lessing-Gymnasium aus Kamenz, auch Landessieger in ihrer Kategorie, und das Foucault-Gymnasium aus Hoyerswerda als Vizemeister prämiert. Und sind wir sehr stolz drauf, zurückzuführen sicherlich auf eine Reihe an Maßnahmen, die wir auch weiter forcieren werden. Sicherlich jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie ein Stück weit zurückgeschraubt das Ganze, aber sobald die Möglichkeiten wieder da sind, werden wir auch Sportabzeichen der weiteren Bevölkerung oder der Bevölkerung allgemein weiter anbieten. Ja, jetzt haben Sie es schon angesprochen, die Corona-Pandemie zwingt auch den Sport in die Knie. Gerade die Nutzung von Turnhallen ist ein sehr umstrittenes Thema. Gibt es da schon aktuelle Erkenntnisse, wie es ab sofort weitergeht? Ja, ich glaube, hier müssen wir grundsätzlich unterscheiden, welche Sportstätten wieder öffnen. Wenn wir uns den Freistaat Sachsen also insgesamt anschauen, gibt es keine großen Unterschiede zum Landkreis Bautzen oder auch zur Stadt Hoyerswerda oder zur Stadt Bautzen selbst. Wir müssen unterscheiden, sind die Sportstätten in der Bewirtschaftung der Vereine selbst, dann dürfen sie auch wieder öffnen. Oder sind die Sporthallen, also die Innensportstätten, in der Trägerschaft von den Städten und Gemeinden, beziehungsweise sind es vor allem Schulsporthallen? Hier prallen jetzt zwei unterschiedliche Vorgaben aufeinander. Das eine ist, dass Schuleinrichtungen für außerschulische Personen nicht geöffnet werden dürfen. Das heißt, auch die Sportstätten dürfen erstmal so nicht geöffnet werden. Da gibt es Anordnungen dazu. Auf der anderen Seite aber die Möglichkeit, doch Sportstätten wieder zu nutzen. Das ist im Endeffekt eine Klärung jetzt noch notwendig, vor allem auf Landesebene aber auch notwendig. Es gibt aber auch Städte und Gemeinden bzw. auch Landkreise im Freistaat Sachsen, die eigene Lösungen hier gefunden haben. Und hier muss ich sagen, sind wir in einem sehr engen Austausch, sei es mit der Landkreisverwaltung, aber auch mit den Städten und Gemeinden, die sich bei uns melden, versuchen hier Lösungen zu finden, dass auch ein Einstieg für die Vereine, die Schulsportstätten nutzen, bald auch wieder möglich ist. Natürlich wird dann auch ein entsprechendes Hygienekonzept ausgearbeitet, so wie es vom Freistaat vorgegeben wird. Aber welche Vorkehrungen trifft man denn und wie hat man sich denn zu verhalten, gerade beim Duschen oder beim Umziehen, wenn man dann die Sporthallen wieder nutzen kann? Ja, was Hygieneregelungen betrifft, hat der Freistaat Sachsen ganz klare Vorgaben gemacht. Es gibt die Allgemeinverfügung zur Hygieneregelung. Da ist ein Punkt aufgeführt bei der Nutzung von Sportstätten. Was haben wir also einzuhalten? Und diese Regelungen müssen einfach nur eins zu eins mindestens übernommen werden. Es gibt eine Vielzahl an möglichen Mustern, die wir auch Vereinen zur Verfügung stellen, die sie mit nutzen können, wo bestimmte Punkte angesprochen werden. Was habe ich vor dem Training einzuhalten? Wie habe ich meinen Übungsleitern bestimmte Themen zu kommunizieren? Was habe ich an Material für mich anzuschaffen? Wie habe ich ein Training zu gestalten? Es sind also unterschiedlichste Empfehlungen, die mit genutzt werden können. Und wir empfehlen auch unseren Vereinen, diese Mustervorlagen mit zu nutzen, entsprechend umzusetzen, weil auch darin schon die Mindestanforderungen, die der Freistaat Sachsen ja vorgibt, enthalten sind. Bleiben wir noch einmal kurz beim Sport. Der Kreissporttag 2020 fällt aus. Gibt es einen Plan B? Ja, und da Anbetracht jetzt der aktuellen Auflagen und der Tatsache, dass natürlich eine Durchführung einer Mitgliederversammlung nur unter erschwerten Bedingungen gerade möglich ist, haben wir uns dafür entschieden, unseren Kreissporttag zu verschieben in den Herbst hinein. Wir hätten sicherlich auch die Möglichkeit gehabt, eine virtuelle Mitgliederversammlung durchzuführen. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir sehr tiefgreifende Themen innerhalb unseres Kreissporttages behandeln und dafür derzeit und in der jetzigen Ausgangslage auch den direkten Kontakt, also auch den persönlichen Austausch dafür favorisieren, haben wir gesagt, wir führen das im Herbst durch.
Zu diesen schwergewichtigen Themen, will ich es mal sagen, gehören unter anderem die Auswertung unserer Leitbildarbeit 2015 bis 2020. Es gehört dazu die Verabschiedung des neuen Leitbildes mit Wirkungszeitraum von 2020 bis 2025 und in dritter Instanz dann auch noch dazu die Wahl. Also wir wählen auch in diesem Jahr ein neues Präsidium, was sich von 2020 bis 2024 dann in die Verantwortung begibt. Und aufgrund der Tatsache, dass das halt sehr für uns sehr schwergewichtige Themen sind, sagen wir, lasst uns hier nochmal etwas Zeit gewinnen, dass wir auch eine Präsenzveranstaltung hier vor Ort auch durchführen können. Nun haben Sie es gerade schon betont, die Mitgliederversammlung am 28. Mai fällt aus und somit auch die Beschlussfassung für das kommende Leitbild. Gibt es denn überhaupt schon ein Leitbild? Ja, ein Entwurf ist da. Also wir haben einen Entwurf an unsere Vereine versandt. Wir haben auch für uns wesentliche Institutionen, wo wir der Meinung sind, dass sie sich in diesem Leitbild ein Stück weit auch wiederfinden. Das ist unter anderem auch der Landkreis Bautzen, haben wir auch mit befragt. Es gab sehr viel positive Rückmeldungen zu diesem Entwurf des Leitbildes. Es gab die ein oder anderen Anregungen, wie wir vielleicht bestimmte Themen innerhalb des Leitbildes nochmal anders benennen, anders umschreiben. Aber vom Grundsatz her gibt es für uns als Kreissportbund einen aktuellen Entwurf, den wir so auch mit diesen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, dann in die Beschlussfassung reingeben wollen. Was genau umfasst denn das neue Leitbild für die kommenden 5 Jahre? Ja, das Leitbild umfasst insgesamt derzeit 12 Punkte und die Punkte sind sehr breit gefächert. Im Grundsatz oder vom Grundsatz her können wir sagen, wir wollen weiter das Thema Vereins- und Sportentwicklung vorantreiben mit den unterschiedlichsten Themen. Das geht einher mit dem Thema Sportstättenentwicklung, das geht einher mit den Themen Inklusion und Integration, auch das Miteinander. Es geht einher um das Thema Netzwerkarbeit, auch interne Netzwerkarbeit. Also wie können auch Vereine, die Vereinslandschaft in sich gesehen noch enger miteinander kooperieren? Was können wir alles an Maßnahmen durchführen? Ja, und so haben wir eine Vielfalt an Themen, die wir anpacken wollen, unter anderem auch den Breitensport weiterzuentwickeln, noch mehr den Fokus auch Richtung Gesundheitssport zu setzen. Das sind alles Themen, die wir als Leitgedanken, als Kreissportbund auch nach außen tragen wollen und gemeinsam mit unseren Vereinen umsetzen möchten. Das fordert natürlich viel Kraft, viel Engagement seitens der Vereine, aber auch von uns, was wir dann entsprechend mit Maßnahmen untersetzen werden. Herr Bauer, dann bedanke ich mich für die Beantwortung der vielen Fragen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke.